Haben Sie Fragen dazu? Sie sehen, das ist auch wieder eigentlich ein Zweizeiler, recht einfach. Sind wir noch am zweiten? Außenwinkelsatz. Im Dreieck ist das Maß eines Außenwinkels gleich der Summe der Maße der nicht anliegenden Innenwinkel. Da haben wir eigentlich schon skizziert beim Aufschreiben, wie der Beweis gehen kann. Aber wir schreiben ihn nochmal schön auf, damit Sie einfach mal so formal auch was im Heft haben. Beweis von 2. Im Dreieck gilt, wir wissen, Alpha plus Beta plus Gamma gleich 180 Grad. Und dann erinnern wir uns nochmal, dass ein Außenwinkel Nebenwinkel zu dem Innenwinkel ist. So, jetzt vergleichen Sie mal die beiden Gleichungen, die wir jetzt haben, 1 und 2. Und da fällt Ihnen auf, dass beides mal auf der rechten Seite das Gleiche steht, nämlich 180 Grad. Wenn Sie Gleichungen haben, wo rechts das Gleiche steht, dann müssen die auch auf der linken Seite übereinstimmen. Und das Verfahren, dass diese Eigenschaft benutzt, nennt man Gleichsetzungsverfahren. Ja? Ist ein Lösungsverfahren bei linearen Gleichungen zum Beispiel. Nennen wir 3. Und jetzt schauen Sie sich die Gleichung 3 genau an. Das ist ja wunderbar. Wir haben auf beiden Seiten einen Mitspieler, der übereinstimmt. Alpha quer gleich Beta plus Gamma. Zwar drei Bemerkungen. Das erste, Sie kennen natürlich diese ganzen Ausdrücke bei Dreiecken. Die Bezeichnung. Sie kennen die Bezeichnung spitzwinkliges Dreieck, rechtwinkliges Dreieck, stumpfwinkliges Dreieck aus der Schule. Und wenn Sie das so sich anschauen, dann ist es eine Ordnung von Dreiecken nach Winkeln. Ja, man nimmt drei Schubladen und ordnet die Dreiecke da rein, nämlich in die spitzwinkligen, in die rechtwinkligen und in die stumpfwinkligen.
Sie wissen aber, dass man Dreiecke auch noch nach den Seiten, nach den Längen der Seiten ordnen kann. Da haben wir gleichschenkliche Dreiecke. Oder wir haben gleichseitige Dreiecke. Oder wir haben natürlich weder gleichschenkliche noch gleichseitige Dreiecke. Ja. Und Sie sehen, das ist eine Ordnung nach Seitenlängen. Die zweite Bemerkung. Sie erinnern sich an unseren Satz von der Innenwinkelsumme. Im Dreieck ist die Summe der beträgt die Summe der Maße der Innenwinkel 180 Grad. Aber Sie erinnern sich auch, dass ich Ihnen vor ein paar Wochen mal erzählt habe, dass 90 oder 95% aller mathematischen Sätze, mit denen Sie es zu tun haben, in der Wenn-Dann-Form auftauchen. Wenn irgendetwas gilt, dann gilt auch das und das. Also, man kann da sehr gut die Voraussetzung und die Behauptung erkennen. Jetzt schauen Sie sich den Satz von der Innenwinkelsumme im Dreieck nochmal an. Der ist natürlich total schön formuliert. Ich sage immer, das ist eine schöne lyrische Formulierung. Können Sie den umformulieren in die Wenn-Dann-Form? Das heißt, ich konkretisiere das noch genauer. Sie müssen sich jetzt nicht mehr die Frage stellen, was die Behauptung ist, weil die Behauptung ist klar, die haben ja gezeigt, das Maß, die Summe der Maße der Innenwinkel beträgt beim Dreieck 180 Grad. Sie müssen sich nur fragen, was die Voraussetzung ist. Also, wir werden eine Bemerkung jetzt machen zur Wenn-Dann-Formulierung des Innenwinkelsummensatzes. Ein Vorschlag. Oder Sie haben es jetzt auch selber gemerkt, es ist manchmal gar nicht so einfach von Sätzen, die eigentlich klar verständlich formuliert sind, also in der lyrischen Variante, auf die Wenn-Dann-Formulierung zu kommen. Das heißt konkret, es ist manchmal gar nicht so einfach, bei mathematischen Sätzen zu sehen, was die Voraussetzung und was die Behauptung ist. Denken Sie daran, wo sich dieses Dreieck befindet. Und wir haben bisher immer nur von der euklidischen Ebene geredet. Ja? Wir wissen ja, wir leben zum Beispiel ja auf einer Kugel. Ja? Jetzt malen Sie sich mal so eine Kugel auf. Gibt's hier mal eine? Ich weiß, das wird nicht sehr gut werden. Also hier. Dann haben wir hier oben die Pole. Hier haben wir irgendwo den Äquator. Und jetzt nehme ich mal drei Punkte auf der Kugel und zeichne mir ein Dreieck ein. Sie wissen, das sind diese Meridiane. Und dann stellen Sie plötzlich fest, ja, wie ist das jetzt mit der Summe der Maße der Innenwinkel? Addieren Sie die hier mal auf. Alpha. Wie groß ist Alpha?
Ja. Ja. Beta genauso. Und Sie sehen, da kommt noch Gamma dazu, der ist nicht 0. Das heißt, in so einer Geometrie gilt eben dieser Satz, den wir bewiesen haben, nicht. Oder stellen Sie sich, also das ist die Kugelgeometrie. So, und jetzt nehmen Sie noch eine andere Geometrie, die Sie vielleicht auch kennen, vielleicht nicht aus eigener Erfahrung, wenn Sie so einen Pferdesattel nehmen. Stellen Sie sich so einen Sattel vor. Sie wissen ja aus diesen Wildwestfilmen, ja? Und jetzt nehmen Sie da mal ein Dreieck drauf. Also drei Punkte. Hier oben ein und hier ein. Wir nennen die wieder A, B, C. Also das ist ein Sattel. Jetzt stellen Sie sich wieder die Verbindungslinien auf diesem Sattel vor, ja? Also auf dieser Oberfläche. Dann sehen die so aus. Ja? Sieht das Dreieck so aus? Und Sie stellen fest, wenn Sie die Summe dieser Maße der Innenwinkel ausrechnen, dann kommt niemals 180 Grad raus, sondern immer was Kleineres als 180 Grad. Das heißt, Sie müssen unmittelbar in den Voraussetzungen angeben, wenn Sie so einen Satz aufschreiben, wie den Satz über die Innenwinkelsumme, in welcher Geometrie Sie arbeiten. Ja, und wir sind in der euklidischen Geometrie, das heißt, wir haben Zahlen flach, ja, wie so ein Zeichenblatt. Wir haben keine gekrümmte Geometrie. Und deswegen gilt der Satz über die Innenwinkelsumme in dieser Form. Denken Sie daran, dass solche Sätze natürlich Bedeutung haben, auch für entsprechend unsere Welt, unser Universum, weil Sie wissen ja, Geraden in unser vierdimensionalen Raum Zeit, das sind Lichtstrahlen. Ja, und da ist es von großer Bedeutung, ob unser Universum flach ist oder ob es gekrümmt ist. Und Sie wissen ja, dass die allgemeine Relativitätstheorie da eine Aussage macht. Masse, dass Massen den Raum krümmen und solche Dinge hat man auch gemessen. So, wir gehen wieder zurück, schreiben das auf. Dritte Bemerkung. Wozu sind eigentlich Dreiecke gut? Stellen Sie sich vor, vielleicht werden Sie irgendwann mal in Ihrem Lehrerdasein mit dieser Frage konfrontiert, Herr Lehrer, Frau Lehrerin, wozu brauchen wir eigentlich die Dreiecke? Wir können doch genauso gut irgendwie, Vierecke sind doch viel interessanter. Ja, wozu betrachtet man eigentlich, das mit den Dreiecken ist doch ein alter Hut. Ja, wozu brauchen wir eigentlich die Dreiecke? Wir haben die Winkelsumme, die Innenwinkelsumme beim
n-Eck. Denken Sie, n gleich 4 beim Viereck. Haben wir uns so überlegt, dass wir dieses Viereck geteilt haben in zwei Dreiecke. Ja, Sie erinnern sich, eine Diagonale eingezeichnet, dann haben wir zwei Dreiecke. Beziehungsweise beim Fünfeck haben wir zwei Diagonalen eingezeichnet, haben wir entsprechend drei Dreiecke. Ja? Das heißt, wir haben das entsprechende Viereck trianguliert und haben damit mit dieser Triangulation Eigenschaften, die wir vom Dreieck kennen, übertragen auf das entsprechende Viereck. Macht dann nur eine Skizze. Da haben wir ein Viereck ABC, B. Und dann wissen Sie, wenn ich hier die Diagonale einzeichne, dann habe ich zwei Dreiecke. Und kann beispielsweise mir sofort überlegen, dass ich durch diese Triangulation, ja, da habe ich ja nichts weggenommen und nichts hinzugefügt, also habe ich ja? Und das können Sie natürlich bei n-Ecken, n größer als 4 genauso machen. In der Tat haben wir uns das auch auf diese Art und Weise überlegt in der Einführungssitzung. Und ich habe Ihnen auch gesagt, dass mitgeteilt, dass man das eigentlich mit vollständiger Induktion beweisen muss, diesen Satz von der invariante Summe beim n-Eck. Und dass der wesentliche Schritt, der Induktionsschritt, der Schluss von n-1, vom n-1-Eck aufs n-Eck ist. Ja, das ist einfach nur eine zusätzliche Diagonale einzuzeichnen. So, dann sind wir jetzt mit den elementaren Eigenschaften des Dreiecks. So, das Erste, wenn Sie jetzt die Grundkonstruktion jetzt einmal gemacht haben oder mehrmals ausgeführt haben, natürlich zum Üben, und Sie haben sich den Konstruktionstext, den haben Sie formuliert, dann ist es so, dass Sie diese Grundkonstruktion in Zukunft als Modulbausteine verwenden können. Also wie Bausteine. Das heißt, wenn die in irgendeiner Konstruktion auftauchen, dann müssen Sie nicht, also
So ganz konkret, Konstruktion von der Mittelsenkrechten. Dann müssen Sie nicht bei Adam und Eva wieder bei Mittelsenkrechten anfangen, wie man die konstruiert, sondern da werden Sie nur dann sagen, als Konstruktionsschritt im Konstruktionstext, konstruiere die Mittelsenkrechte der Strecke AB. Wir wissen dann, wie es geht, weil das steht ja bei unseren Grundkonstruktionen schon drin. Also nicht, dass Sie bei einer langen Konstruktion dann plötzlich anfangen zu beschreiben nochmal, wie Mittelsenkrechten konstruiert werden, wie Winkelhalbierende konstruiert werden, wie das Lot durch einen gegebenen Punkt zu einer gegebenen Geraden konstruiert wird. Das brauchen Sie nicht. Da schreiben Sie einfach entsprechend nur, ich konstruiere jetzt das Lot durch den Punkt P auf die Gerade H. Das zweite. Es gibt manche Linien, die Sie jetzt konstruiert haben, nämlich Mittelsenkrechten und Winkelhalbierende, die kennen Sie auch schon aus der Schule unter dem Blickwinkel der Beschreibung der geometrischen Wörter. Was soll das heißen? Also die Mittelsenkrechte einer Strecke AB, Sie wissen, wie wir die abkürzen mit klein im AB. Überlegen Sie mal, wie die konstruiert wurde. Ja? Wir haben einen Kreis 1 mit Radius größer als AB halbe gezeichnet durch Punkt A. Kreis 2 mit dem gleichen Radius durch Punkt B. Dann kriegen wir die zwei Schnittpunkte und verbinden die. Ja? So, bei den zwei Schnittpunkten, die wir da haben, es ist offensichtlich, dass die beide, dass, wenn Sie da einen rausnehmen, dass die gleich weit von den Punkten A und B entfernt sind, weil die liegen ja jeweils auf sozusagen dem Kreis mit dem gleichen Radius. Und das gilt für alle Punkte auf der Mittelsenkrechte. Und man sagt dazu, die Mittelsenkrechte ist der geometrische Ort aller Punkte, welche gleich weit von den entsprechenden Streckenendpunkten entfernt sind. Achtung, meine Damen und Herren, es ist nicht so zu verstehen, dass wenn Sie zwei verschiedene Punkte aus der Mittelsenkrechten nehmen, ja, dass die Abstände dieser beiden Punkte zu den Streckenendpunkten gleich groß sind. Nein, das bedeutet nur, dass der, wenn Sie einen Punkt rausnehmen, dass der Abstand dieses Punktes zum Streckenendpunkt A und der Abstand zum Streckenendpunkt B gleich groß ist.
Genauso bei Winkelhalbierende, bei der Winkelhalbierenden. Sie erinnern sich an diese Grundkonstruktion, die war etwas aufwendiger als bei der Mittelsenkrechten. Man sagt auch wieder, die Winkelhalbierende ist der geometrische Ort aller Punkte, welche gleich weit von den Schenkeln vom Winkel Alpha entfernt sind. Achtung! Auch wieder so zu verstehen, nur immer bezüglich ein Punkt. Das heißt, Sie nehmen sich einen Punkt raus auf der Winkelhalbierenden und vergleichen die Abstände zu den Schenkeln. Und die sind gleich groß, wenn Sie zwei verschiedene Punkte rausnehmen auf der Winkelhalbierenden. Und die Abstände unterschiedlicher Punkte, verschiedener Punkte vergleichen, dann sind die natürlich nicht gleich groß. Ich würde sagen, dann können wir in unsere Übungsphase gehen. Dazu habe ich Ihnen was mitgebracht. Ich hoffe, das reicht für jeden.